Ich habe gestern unglaublich positives Feedback zu meinem mega fluffigen Selfmade-Toastbrot bekommen. Deshalb gibt's hier nochmal das genaue Rezept und Antworten auf ein paar Fragen. Hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Du startest mit einem Mehlkochstück. Dazu Mehl und kaltes Wasser glatt verrühren und dann unter Rühren erhitzen, sodass eine puddingartige Konsistenz entsteht. Dann mit einer Folie abdecken und auskühlen lassen. Als nächstes verrührst du alle Zutaten für den Vorteig grob und lässt ihn eine Stunde reifen. Danach sollte der Pudding auch kalt sein, also Kochstück, Vorteig und die restlichen Hauptteigzutaten zu einem elastischen Teig kneten und diesen sich verdoppeln lassen. Das sollte so 60 bis 90 Minuten dauern. Jetzt den Teig etwas platt drücken, aufrollen, in 4 Teile teilen, die du dann jeweils um 90 Grad gedreht nebeneinander in die Kastenform legst und abgedeckt hochgehen lässt. Nach einer Stunde sollte der Teig den oberen Rand der Form erreicht haben. Jetzt ab damit in den auf 230 Grad vorgeheizten Ofen. Nach 10 Minuten stellst du die Temperatur auf 200 Grad runter und backst noch 20 Minuten weiter. Die Kerntemperatur sollte mindestens 90 Grad betragen, dann auf einem Gitter auskühlen lassen und fertig.